Vielleicht. Ich bin der Meinung. Wir fangen an mit gezehrt und gefedert. Das handelt von der Krise, die vor 7 Jahren schon nicht zu Ende gegangen ist. Sie hat erst angefangen. Und wir haben gedacht, alle, die uns damals geholfen haben, unser Geld zu verlieren, denen widmen wir ein Lied. Und da heißt es natürlich, im Mittelalter hat man gezehrt und gefedert. Das machen wir natürlich nicht wirklich, aber per Lied schon. Wie das so ist, auf warmen Bühnen muss man auch ab und zu mal nachstimmen. Ihr wisst ja, wie das ist. Die Hälfte seines Lebens stimmt der Musiker vergebens. Die andere Hälfte seiner Zeit ist er zum Stimmen viel zu breit. Ja, ich weiß nicht, wo du das her hast jetzt. Keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, das ist ein altes Lied aus der Zeit, als es noch die Finanzkrise gab. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Hat man euch auch ins Portemonnaie gegriffen immer, ja? Die greifen ja ständig alle ins Portemonnaie rein. Es gibt nichts, wo man ja nicht eventuell irgendwie etwas aus dem Portemonnaie lassen müsste oder sollte. Früher sind die alle geteert und gefedert worden. Heute können wir nur davon singen. Das Lied steht mittlerweile auf dem Index. Ja, wir spielen es einfach nur, weil die Melodie so schön ist nochmal. Ja. Ja, wir haben noch Restbestände davon auf CDs, das sind auf die kleinen, runden Scheiben. Wer nicht wissen sollte, was eine CD ist. Ja, die müssen wir verkaufen, weil wir wollen nächstes Jahr beim Grand Prix mitmachen, hier beim Eurovision Grand Prix, damit Deutschland wieder mal gewinnt. Ich zeig das nochmal schnell hoch. Ja, aber ihr wisst ja, beim Grand Prix muss man 30.000 CDs verkauft haben. 3 haben wir schon los, der Rest ist dann für euch, ja? Gefährt und Gefeder! Zu schnell und ich erwischt der Büffel, da hilft kein
die wollen nicht nur behumpen, zum Teufel mit den Lumpen. Geteert und gefedert, geschleppt und gerädert. Die wollen nicht nur behumpen, zum Teufel mit dem Pack. Zaubertröte werden wir vertagen auf das Abendprogramm. Ich hoffe, da seid ihr noch da. Auf jeden Fall hat es uns sehr gefreut, wir, die Kompanie, die Rabenbrüder.